Ja, ganz im Ernst, also wenn ich den jetzt so beobachte, 800.000 Abonnenten oder so wieder, denke ich, boah, Na, vor 1,5 Jahren waren. 930.000 hat er jetzt. Ich war heute noch mal gucken. Okay, wenn ich mich dann. Ich war. Warte, andere Geschichte. Ich habe gestern Pro7 geguckt, da gab es irgendwie so einen Alien-Film, District 9 oder so Ah, hieß der. Ich ja, weiß nicht, ob kenne der ich kennt. auch, kenne ich. Ah, No kennst du auch. Humans allowed. Ja, genau. Den habe ich geguckt. Dann ist so Werbung, ich bin dann am Handy, schreibe dann noch mit ein paar Leuten, auf einmal sehe ich da Kronk in der Werbung. Ich war so voll geschockt. Da gibt's doch diese Mal-Video-Werbung, kennst du die? Ja. Da ist doch Mit aber den auch, Außenseitern. genau, da ist doch Waititi und Da, die sind doch da. da, glaub, ne, Waititi? Nee, Ich glaube Waititi. Außenseiter. Nee, Waititi Da ist ist noch so nicht eine da. Frau auch dabei, ich weiß gar nicht, wer das sein soll. Kenne ich noch gar Ja, nicht. ich auch nicht. Ich hab auch davor gesessen, aber dann habe ich Kronks Stimme gehört. Ich denke so, wo, was, 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 Und Sacharzar war auch noch was? dabei. Genau, die ganzen Kollegen irgendwie. Hat die haben's geschafft, Habe ich hey. auch. Nee, ganz im Ernst, da habe ich echt gedacht, boah, YouTube so, dass sie so langsam echt das Fernsehen so ein bisschen erobern, muss ich dir sagen. Ja, Dann das ist merkt das man ja Problem. mit MyVideo, wie sie ja damit auch versuchen, die ganzen bekannten Leute sich von YouTube zu ziehen, damit MyVideo wieder hochsteht in den Charts sozusagen. Aber ich benutze eigentlich, muss ich zugeben, gar kein Video, gar nicht. Ich auch Gar nicht. nicht. Ich Also das habe früher noch Einzigste, wo ich es Clickfait. ganz gut finde, ist, wenn du irgendwie hier mal ein Musikvideo oder sowas anschauen willst, dann ist das super, weil die haben ja GEMA gezahlt. Ja. Aber ansonsten. Nee, echt. Also ich denke mal, da hat MyVideo auch zukünftig nicht große Chancen gegen YouTube. Das ist halt einfach weit verbreiteter. Und zumal MyVideo ja eigentlich nur Deutsch ist, glaube ich. Oder von Deutsch abstammt. Aha, ich hatte mal wieder einen Baufehler. Mann, bin ich gut. Nein! Ach, Mann. Ja, also meine Videos und Clipfish gab's da. Also daran erinnere ich mich irgendwann nochmal. Das Ach, war so stimmt, eine das Zeit gab's auch lang. noch, ja. Da war doch was. Da gab es noch so eine Plattform. Genau, das war. Oh, Tag. Hast du gerade Tag gemacht? Nee, ich nicht. Ich habe den Chat deaktiviert. Hat irgendwer anders Tag gemacht. Oh, es kam gerade so plötzlich. Meine Augen sind geflecht, ey. Bah. Ich sehe nichts mehr So. Licht. Zu Pflicht, nein. Man liebt die Dunkelheit. Genau, ich sitze hier in meinem Kellerloch. Nein, also ich. Nein, ich habe kein Kellerloch, aber ich stelle mir mal so vor, in so einem Kellerloch zu sitzen. Nein, keine Ahnung. Also, ich Aber habe ein du schön wohnst in angenehmes einem Haus Zimmer. oder in einer Stimmt. Wohnung? Haus. Ah, okay. Und dann, also bestimmt eher auf dem Dorf, oder? Wegen der Internetleitung. Ja. Okay. Aber das Geile ist, ich habe eine ganze Etage für mich, aber meine Eltern hören mich trotzdem immer durch die Decke schreien und dann immer so, Leon, bla bla, hier, da. Genau. Ah, das ist immer super, ey. Man kann eigentlich das Mikro sonst wie einstellen, aber trotzdem schreit man irgendwie oder ist lauter beim Aufnehmen. Ja, und es ist außerdem so, man hat dann noch also ich habe noch die Kopfhörer auf und dann hört man fast seine eigene Stimme nicht mehr. Und dann schreie Ah, ich umso okay. mehr noch, um meine Stimme zu hören. Ja, ich habe mir eigentlich auch so bequeme Kopfhörer gekauft von Bose, also die wirklich das ganze Ohr umschließen, weil wenn du länger aufnimmst, hast du dann doch schon das Problem, dass dir irgendwann mal das Ohr abfällt. Und Ja. da hatte ich eigentlich auch so dann das Problem, dass ich mich nicht gehört habe und jetzt habe ich sie irgendwie immer nur so halb auf dem Ohr und dann drückt es aber trotzdem nach einer Zeit, wenn die bloß so halb auf dem Ohrlappen hängen, dann nützen die besten Kopfhörer nichts, Hauptsache man hört sich selbst. Aber wenn ich die ganz aufsetzen würde, eieiei, dann würde ich mich auch wieder nicht hören, würde ich hier rumschreien und brüllen. Eben, genau das ist das Problem. Das Prop. Das ist ja genau dasselbe das Problem, ey. Ja. Genau. Nee, aber ohne Kopfhörer, dann beschwert sich mein Bruder wieder, der so, bla bla, warum höre ich die als und ach, keine Ahnung. Wie das halt so ist. Ah, dein Bruder macht keine Let's Plays, oder? Was? Was? Dein Bruder Entschuldigung, ich habe keine. macht ja auch Let's Plays, hat er sich anstecken lassen? Das fragen mich so viele. Nein, macht er nicht. Okay. Zum Glück. Nein. Nee, der macht keine Videos. Würdet ihr Nee, euch der zockt lieber so mit betteln? seinen Freunden und so, keine Ahnung. Es ist so ein Community-Spieler. Genau. Ja, genau. Aber von Far Cry hatte der sich auch anstecken lassen. Also Far Cry, das muss ich echt sagen, war echt ein klasse Spiel. Das Das 3er habe ich jetzt, das dann. neue? Ja, das ist echt geil. Das habe ich noch nicht gespielt. Wollte ich machen, aber dann hat es irgendwie jeder gemacht, dann hatte ich irgendwie keine Lust mehr drauf. Also, ja, nee, ich hab's nicht Let's Played, sondern halt so ganz normal, offscreen. Ja. Boah, scheiße, sieht die Kacke aus. Die Spitze sehe ich Oh, aber.
Ich habe mich eh verbaut. Och nee, guck mal, die sind alle zwei hoch, bis auf die Spitze. Ja. Ich bin gerade konzentriert. Und ich hab gerade nur ein Frame. 3 Frames, 14 Frames, 18 Frames, 17 Frames. Ein Frame ist auch eine ganze Menge. Leicht, ja. Wow. Wow, 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 wow. Also bei mir laufen 30 Frames im Moment. Ja, aber bei mir laufen jetzt auch wieder 10. 16 Frames, 20, 22. Das ist jetzt irgendwie ganz komisch. Ohne Mist, das ist jetzt echt, warum habe ich gerade so einen übertriebenen Frame-Einbruch? Weiß nicht, das ist wahrscheinlich Outer City, was so viele Ressourcen fasst. Hast du eigentlich schon mal von diesem DxStory gehört, beziehungsweise wie das ist oder selbst ausprobiert? Ja, habe ich schon nicht ausprobiert. Wow, nein, ich wollte mich gerade fast von meinem PC abmelden. das wär schlecht gewesen, auf einmal so, oh, weg, nein. Wo habe ich denn hier den Java-Prozess? Das wäre wirklich mega verpeilt halt. Oh, ich habe mich ganz aus Versehen von meinem PC abgemeldet. Jetzt habe ich auf einmal wieder 60 Frames, 20, es läuft wieder, alles gut. Super, alles so. Gut, alles gut. Schwitz, Schwitz, Tropf. Genau. So, ich hau jetzt einfach mal meine Baufehler hier raus. Ach, das passiert, wenn man am Reden ist, am Nachdenken ist und dann kommt sowas zustande, Mann. Dann kommt Mist bei raus. So, so. Ja, so ist das. Heieiei. Ja, das zeigt mir auf jeden Fall, dass ich mich nicht konzentriert habe gerade, aber egal. So. So, jetzt das. Och man, am Ende müssen wir das. Ich glaube, ich lege da TNT irgendwie rein oder sonstige Dinge. Das Finishing kann man dann am Schluss machen. So, jetzt kommt das Finishing TNT. Das macht Ganze ein bisschen randomized, das sieht gut aus. Leider ohne Feuerwerk, aber. Oh, ey. So, ich versuche den einfach mal von vorne irgendwie ein Design reinzubringen. Wenn es von vorne gut aussieht, kann man das ja an die Seiten und hinten zu übernehmen irgendwie. Genau. Einfach nochmal ein paar Treppchen hier und da. Für ein paar Abonnenten. Ja, Leute, schreibt mich alle an. Jetzt wollen sie alle was von dir. Machst du mit mir halt? Ich hab gerade erfahren, dass eine Person gerade Suppe gegessen hat. Super. Und Suppe. Das war die Info des Tages. Eieiei. Was schreiben Sie sich einfach so an? Ich habe Suppe gegessen. Ja, zum Beispiel, was machst du? Ich habe gerade Suppe gegessen. Oder, keine Ahnung, hier läuft gerade. Der eine guckt gerade irgendeinen Kampfsportsender, das hat er mir gerade schön geschrieben und irgendwelche Screenshots gesendet. Ja, so Standardzeug eben. Ja, das passiert. Ach ja. Eieiei. Kennst du sowas nicht? Also passiert dir da so. Wow. Was? Sieht immer noch zum Kotzen. Och nee. Oh, ich bin so rot, aber ich lasse es jetzt einfach so. Ah, scheiße, ey. Das ist mit Abstand das schlechteste Gebäude und wir bauen hier jetzt schon so lange dran und es ist einfach mit Abstand das schlechteste Gebäude. Es wird doch, guckst du mal von vorne an. Von vorne wird's doch. Irgendwie so ein bisschen Detail. Wo bist denn du eigentlich gerade? Über dir, irgendwie, irgendwo. Ah, okay. Hat ja, irgendwie die Spitze noch? Ich hau jetzt einfach hier mal die Steine teilweise raus und ersetz die und sowas. Genau. So ein bisschen random schon reinbringen, dann passt das. Das macht nämlich den meisten Style aus. Oh, der Styler höchstpersönlich. So. So, es gibt doch auch noch so Slabs, mit denen könnte man ja auch mal arbeiten. Oder mit dieser Mauer. Es gibt auch noch eine. So weit habe ich auch gar nicht gedacht. Ja, bin auch bloß am Überlegen, was könnte man denn noch? Das ist natürlich immer so schwer, einen Tempel zu machen. Notfalls nenne ich das am Ende einfach nicht Maya-Tempel, sondern Atombunker oder sowas. Das passt besser. Atombunker. Zur Not geht auch das, so. Ja. Aber dann so als letzten Ausweg, bevor man nicht mehr weiter weiß. Welche Note gibst du mir da drauf? Oh. Sohnchen. Wo habe ich denn jetzt die Slabs hingepackt? Wieder weg. So. Aha, was hast du für ein Handy? Ein Handy? Ich habe jetzt. Hast du ein Handy? Nee, ich bin total ohne Handy. Nee, klar. Ja, ich habe jetzt mir das Galaxy Note 2
geholt. Oh ja, das hatte ich auch überlegt. Soll ich mir es kaufen? Soll ich mir es kaufen? Nein, zu groß. Nein, doch. Passt das überhaupt in meine Hosentasche? Bla bla. Ja, damit habe ich jetzt auch Probleme, dass es schwer in die Hosentasche reinpasst. Also keine Ahnung. Wäre vielleicht das S3 besser gewesen, denke ich mal. Ja, das habe ich mir überlegt und dann habe ich mir das S3 gekauft. Ach, hast du jetzt das S3, okay. Genau, mir was ist das Farbe hast du? Weiß, das finde ich besser als dieses Blau. Und ah, ich habe auch weiß. Und ich habe noch das Galaxy Nexus. Oh, das Tab. Das soll aber gut sein. Nein, nicht das Tab. Ach so, okay. Dann verwechsel ich das gerade. Es gibt nämlich auch so ein Nexus Tab, glaube ich. Ja, Nexus 7 ist das. Ah, okay, okay. Nein, das ist das Handy. Das ist so ganz schwarz und hat keine Tasten, sondern alles läuft so über Dingens da eben. Ja. Das habe ich gesagt, das kann ich schrotten. Das kann ich schrotten. Hatte das damit in Urlaub genommen, um beim Skifahren irgendwie was aufzunehmen. Aber dann habe ich doch irgendwie rumgefailt, weil der Bildstab dieser Art so richtig dumm war. Aber oh. Ja, boah, du merkst, du baust schön. Machst du da fette Stunts beim Skifahren, oder? Nein, also ich fahre jetzt, wie lange fahre ich jetzt Ski? 15 Jahre. Oh, na, das ist aber eine ganze Menge. Also ich fahre schon ein bisschen Ski, muss ich dazu sagen. Nee, sorry, 14 Jahre, entschuldige mich. Aha. Ja, mit 2 habe ich angefangen. Also 14 Jahre fahre ich jetzt Ski. Ja, ein bisschen was, aber... Ja, dann hatte ich nur einen Kumpel, der hatte eine Wette verloren. Da musste dann im Bikini die Piste runternehmen. Das habe ich natürlich aufgenommen, natürlich. das war so arschkalt. Selbst ich habe gefroren. Obwohl ich so ausgerüstet war, so dick angezogen war, hab ich gefroren und der fährt im Bikini die Piste runter. Was? Yeah. Geil. Harte Sau. Harte Sau, ja. Und ich frage mich, warum im Bikini? Der ist so richtig tuntig gefahren, aber egal. Ich hab nur noch so die Ansage: Hi, I'm and welcome to Jackass. Ach ja, Jackass, das ist aus gleich. Fällt mir gerade so ein, kennst du die Ferie, totaler Themawechsel hier hin und her, kennst du die Fernsehserie Breaking Bad? Hab ich gehört, aber noch nicht gesehen, glaub. Nee. Die ist richtig geil, die musst du dir unbedingt mal angucken. Okay. Also ich habe jetzt die ersten 2 Staffeln erst durch, die anderen muss ich irgendwann anders nochmal. Da geht's rum, das ist so ein Lehrer, der wird dann zu so einem Drogenboss, beziehungsweise ist ein Chemielehrer. Ja. Der merkt, dass er Krebs hat, will für seine Familie noch vorsorgen und fängt dann an, so richtig in die Drogenszene einzusteigen. Ist eigentlich ganz lustig gemacht, also. Ist ganz lustig. Ich habe mir das angeguckt. Ich habe mir das angeguckt. Ah, super. Nee, das kenne ich noch gar nicht. Was habe ich jetzt die letzten Tage? Also ich gucke an Serien, gucke ich meistens. Two and a Half Men, Big Bang Theory. Ja, so Standard wahrscheinlich. Standard, genau. Standard. Standard. Oder, ja, letztens habe ich mir die Filmtrilogie von Batman angesehen, weil ich bis vor kurzem noch gar keinen Batman gesehen habe und jetzt muss ich mir mal alle 3 Teile reinziehen. Sorry, muss ich zugeben, ich habe auch noch keinen Batman gesehen. Ich habe keinen Batman gesehen. Also ich gucke alles andere außer Spider-Man, Batman und Superman. Alles andere habe ich gesehen. Obwohl, Spider-Man habe ich, glaube ich, den ersten Teil gesehen, aber danach irgendwie nicht mehr. Ja, ich gucke eigentlich alle Superhelden sozusagen, außer Superman. Den finde ich schon wieder irgendwie zu Standard. Also irgendwie zu mächtig. Der hat keine Schwächen irgendwie. Das ist blöd. Ah, nee, den mag ich nicht so. Der muss nicht sein. Den mag ich nicht. Der muss nicht sein. So, ich bin dafür, dass wir an den Seiten noch so Treppen runter machen, wenn du weißt, wie ich, wenn du mal, wenn ja, du, genau, du weißt, wie dass ich man so meine... überall sozusagen noch einen Aufstieg hat nach drin, ne? Ja, also, nee, ich meine so eine Treppe bis nach oben hin, so ist das in dem Maya-Tempel, sehe ich auf dem Bild hier. Ah, okay, okay. Also das heißt, von ganz unten, also so eine Treppe auf nach hier und dann, keine Ahnung, also hier ist diese Plattform, ich glaube, ich reiße das hier oberste mal ab, das sieht dumm aus. Weiß gar nicht, ob die mittig steht. Ich glaube, ich habe die Treppe sogar mittig getroffen. Freie Schnauze mal so. Das ist super. Warte, ich komme mal die Mitte runter. Bauen wir einfach mal da eine Treppe. Oh ja, du hast die Mitte getroffen. Du hast sie echt getroffen. Einfach so nach Gefühl, ohne abzählen, ohne was. Das ist natürlich... Das ist Boss-like, muss ich sagen. Boss ist... So. So schön. Ei. Ach, zockst du noch irgendwas anderes außer Minecraft? Ja, ich zock eigentlich so alles. Ja, eigentlich alles. So alles. Von Deponia über Risen, über Mass Effect, über Max Payne, über Heavy Rain, über, ja.
Viel. Außer Shooter, muss ich sagen. Shooter zocke ich eigentlich ganz wenig. Bin ich nicht so der Typ für. Muss ich sagen. Beziehungsweise, was heißt nicht der Typ? Ich kann es einfach nicht. Ich kann leider keinen Shooter-Multiplayer spielen wegen meiner Leitung. Ist das nicht hart? High-End Prepaid Game Server gibt es bei Nitrado.